Hast du dich jemals gefragt, ob der Tag, an dem du geboren wurdest, einen besonderen Einfluss auf dein Leben haben könnte, von dem du vielleicht bisher noch gar nichts gewusst hast? Und vielleicht ist es dir auch nicht bewusst, dass es unterschiedliche spirituelle Archetypen gibt, die man deinem Geburtstag zuordnen kann. Bleib also dran, um herauszufinden, welcher spirituelle Archetyp zu deinem Geburtstag passt. Bevor wir mit dieser spannenden Reise jetzt beginnen, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass wir unter dem Video Links eingefügt haben für kostenlose Angebote von Smarana. Also schau mal drauf und nutze das. Ja, jetzt kommen wir zu dem ersten Archetyp des Durchhalters. Das bedeutet, diejenigen, die am 1., am 8., am 15. und am 26. eines jeden Monats geboren wurden, gehören zu dem Archetyp des Durchhalters. Diese Personen sind diejenigen, an die du dich wendest, wenn das Leben hart wird, weil sie eine einzigartige Mischung aus Widerstandsfähigkeit, Ehrgeiz und Entschlossenheit besitzen. Stell dir jemand vor, der Herausforderungen direkt gegenübertritt und niemals zurückweicht. Egal, wie hart es wird. Ihre Reise geht nicht nur darum, Hindernisse zu überwinden, sondern durch sie zu wachsen. Wenn das Leben unerwartete Wendungen nimmt, sehen die Durchhalter diese nicht als Hindernisse, sondern als Gelegenheiten, stärker zu werden. Sie glauben, dass die Herausforderungen, denen sie begegnen, sie zu den Menschen formen, die sie sein sollen. Es fühlt sich so an, wie wenn man ein Stahl im Feuer schmiedet, denken sie, denn jede Prüfung macht sie härter und widerstandsfähiger. Ihr spiritueller Weg ist zutiefst persönlich. Sie verbringen Zeit damit, über ihre inneren Kämpfe nachzudenken, suchen nach Bedeutung und Verständnis. Und anstatt vor ihren Herausforderungen zu fliehen, stellen sie sich diesen und nutzen sie als Antrieb, um voranzukommen. Durch Selbstreflexion und innerer Stärke finden sie einen Sinn und eine Richtung. Aber die Durchhalter konzentrieren sich nicht nur auf ihre eigene Reise, sie sind wie Leuchtfeuer der Hoffnung für andere. Sie zeigen ihnen, dass es möglich ist, selbst die härtesten Herausforderungen zu überwinden. Sie inspirieren die Menschen, um sie herum weiterzumachen, egal was das Leben ihnen entgegenwirft, und schaffen so eine Welle der Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit, die sich weit ausbreitet. Also, das nächste Mal, wenn du eine schwierige Zeit durchmachst, schau auf die Durchhalter in deinem Leben. Sie werden dich daran erinnern, dass du stärker bist, als du denkst, und dass du alles überwinden kannst, was das Leben dir in den Weg stellt. Wenn du jetzt am 2., 6., 16. oder 23. eines jeden Monats geboren wurdest, könntest du dich mit dem Archetyp der einfühlsamen Seele identifizieren. Diese Individuen sind wie emotionale Schwämme, die Gefühle und Erfahrungen der Menschen um sie herum aufsaugen. Sie besitzen eine natürliche Gabe für Empathie und Mitgefühl und stellen oft die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen. Für einfühlsame Seelen ist es selbstverständlich, sich um andere zu kümmern. Sie haben ein tiefes Verständnis für menschliche Emotionen und sind immer da, um ein offenes Ohr zu bieten und eine tröstende Schulter. Es kann jedoch eine Herausforderung sein, ihr angeborenes Bedürfnis, anderen zu helfen, mit der Selbstfürsorge in Einklang zu bringen. Oft geben sie so viel von sich selbst, dass sie vergessen, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu schauen. Ihre spirituelle Reise konzentriert sich auf emotionale Heilung und die Pflege des Geistes. Sie verstehen, dass wahres Wachstum von innen kommt
und priorisieren Selbstreflexion und Selbstliebe. Indem sie sich um ihr eigenes emotionales Wohlbefinden kümmern, sind sie besser in der Lage, die Menschen um sie herum zu unterstützen. Einfühlsame Seelen sind wie Leuchtfeuer des Lichtes in einer manchmal dunklen Welt. Ihr Mitgefühl kennt keine Grenzen und sie sind immer bereit, ein freundliches Wort oder eine sanfte Berührung anzubieten. Es ist jedoch entscheidend, dass sie daran denken, ihre eigenen Energievorräte aufzufüllen und zu pflegen, damit sie nicht ausbrennen, weil sie zu viel geben. Letztendlich erinnern uns einfühlsame Seelen an die Kraft von Empathie und Mitgefühl. Sie zeigen uns, dass wir durch die Fürsorge für andere und für uns selbst eine mitfühlendere und verbundenere Welt schaffen könnten. Wenn du also Glück hast, eine einfühlsame Seele in deinem Leben zu haben, schätze sie hoch, denn sie sind diejenigen, die die Welt ein bisschen heller machen. Eine freundliche Geste nach der anderen, das ist der Empath. Alle Menschen, die am 14., 20., 22. oder 31. eines jeden Monats geboren wurden, verkörpern den Rebellenarchetyp. Diese Menschen sind diejenigen, die den Status quo herausfordern, bestehende Überzeugungen und Strukturen hinterfragen und nach persönlicher und kollektiver Freiheit streben. Rebellen schätzen Einsamkeit und Authentizität und marschieren oft nach dem Takt ihres eigenen Schlagzeuges. Für Rebellen ist der Widerspruch nicht nur eine Rebellion um der Rebellion willen, sondern ein Aufruf zur Transformation und Befreiung. Sie erkennen die Mängel in gesellschaftlichen Normen und scheuen sich nicht gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung anzukämpfen. Rebellen glauben an die Kraft der Veränderung und sind bereit, für eine bessere Welt zu kämpfen. Ihre spirituelle Reise ist eine der Selbsterkennung und Befreiung. Rebellen verstehen, dass wahre Freiheit daraus resultiert, ihr authentisches Selbst anzunehmen und sich von gesellschaftlichen Zwängen zu befreien. Sie lehnen die Idee der Konformität ab und entscheiden sich stattdessen dafür, das Leben auf ihre eigene Weise zu leben. Diejenigen von euch, die am 11., 24. oder 30. eines jeden Monats geboren wurden, verkörpern den Archetyp des Einsiedlers. Diese Individuen bevorzugen Einsamkeit und Introspektion und finden Trost an ruhigen Orten, an denen sie tief in ihre Gedanken und Gefühle eintauchen können und meditieren. Der Archetyp des Einsiedlers geht nicht um Isolation, sondern vielmehr darum, durch tiefe Reflexion Bedeutung und Weisheit zu finden. Für Einsiedler ist Einsamkeit keine Strafe, sondern ein Weg zu einem tieferen Verständnis des Selbst und des Universums. Sie verstehen, dass wahre Weisheit von innen kommt und dass stille Kontemplation für das persönliche Wachstum unerlässlich ist. In ihren Momenten der Einsamkeit finden Einsiedler Klarheit und Einsicht, was es ihnen ermöglicht, die Komplexitäten des Lebens mit Weisheit und Anmut zu erleben. Ihre spirituelle Reise ist tief introspektiv und konzentriert sich darauf, in die Tiefen ihrer Seele einzutauchen. Einsiedler sehen Einsamkeit als ein Mittel für eine tiefere Auseinandersetzung mit sich selbst und dem Universum, wodurch sie eine tiefe Verbindung mit dem Göttlichen schmieden können. Ruhige Orte sind dort, wo Einsiedler gedeihen, da sie die perfekte Umgebung für tiefe Introspektion und Kontemplation bieten, fernab von den Ablenkungen der Welt. Hier können sie sich wirklich auf ihre inneren Gedanken und Gefühle konzentrieren und wertvolle Einblicke in sich selbst und die Welt um sich herum gewinnen. Und Einsiedler verstehen, wie wichtig es ist, dass sie ihre Weisheiten und Einsichten mit denen teilen, die bereit sind, zuzuhören. Jetzt kommen wir zu den Menschen, die am 5., am 7., am 19. oder 28. eines jeden Monats geboren wurden.
Sie verkörpern den Mystiker-Archetyp. Diese sind die tiefgründigen Denker, die immer über die großen Fragen des Lebens nachsinnen und versuchen, die Mysterien des Universums zu enthüllen. Mystiker besitzen eine stoische Ruhe, die reiche innere Welten verbirgt, in denen sie in die Tiefen ihrer Seele eintauchen, auf der Suche nach Erleuchtung. Ihre spirituelle Reise ist eine der intensiven Erkundungen und Verbindungen mit dem Göttlichen. Mystiker fühlen sich zu mystischen Erfahrungen und spirituellen Praktiken hingezogen, die es ihnen ermöglichen, das Alltägliche zu transzendieren und eine Verbindung zu etwas Größerem als sich selbst herzustellen. Sie verstehen, dass wahre Weisheit von innen kommt und sind bereit, introspektive Suchen zu beginnen, um diese zu entdecken. Im Gegensatz zu anderen Archetypen sind Mystiker mit Ungewissheit wohl und umarmen die Geheimnisse des Lebens. Sie stehen für die Schönheit und sie sehen im Unbekannten einen Trost in der Vorstellung, dass es etwas jenseits des menschlichen Verständnisses gibt. Ihre Reise geht nicht darum, konkrete Antworten zu finden, sondern darum, die Reise selbst zu umarmen. Mystiker sind wie Weise, die ihre Einsichten und Weisheiten mit denen teilen, die bereit sind, zuzuhören. Sie bieten eine andere Perspektive auf das Leben, eine, die in Spiritualität und Introspektion verwurzelt ist. Doch ihre Reise ist keine leichte. Mystiker ringen oft mit existenziellen Fragen und Ängsten, während sie versuchen, die Welt um sich herum zu verstehen. Trotz der Herausforderungen, denen sie sich gegenüber sehen, bleiben Mystiker standhaft in ihrer Suche nach Erleuchtung. Sie verstehen, dass die spirituelle Reise eine lebenslange Verfolgung ist und sind bereit, sich ihr mit ganzem Herzen zu widmen. Letztendlich erinnern uns Mystiker an die Wichtigkeit, in die Tiefe unserer Seelen einzutauchen und eine Verbindung mit etwas Größerem als uns selbst herzustellen. Diejenigen von euch, die am 4., 10., 17. oder 27. eines jeden Monats geboren wurden, verkörpern den Archetyp des Handwerkers. Diese Individuen besitzen eine einzigartige Mischung aus Bescheidenheit und Kreativität, die sie auszeichnet. Sie haben ein besonderes Talent dafür, das Gewöhnliche in etwas Außergewöhnliches zu verwandeln und finden Freude daran, sich durch verschiedene Formen der Kunst und Kreation auszudrücken. Für Handwerker ist Kreativität nicht nur ein Hobby, es ist eine spirituelle Praxis. Sie verstehen die transformative Kraft der Schöpfung und nutzen sie als Weg, um eine Verbindung mit dem Göttlichen herzustellen. Ob beim Malen, Schreiben oder Handwerken, sie geben Herz und Seele in ihre Werke, die sie mit Bedeutung und Schönheit erfüllen. Auf ihren spirituellen Reisen umarmen Handwerker ihre kreativen Impulse und sehen diese als Quelle der Inspiration und Orientierung. Sie verstehen, dass sie durch ihre Kunst Zugang zu etwas Größerem als sich selbst finden können, das Gewöhnliche überschreiten und das Göttliche berühren. Handwerker sind wie Magier, die Schönheit und Wunder in das Gewebe des alltäglichen Lebens weben. Ihre Kreationen erheben und inspirieren die Menschen um sie herum und erinnern uns an die Magie, die in der Welt existiert. Es geht jedoch nicht nur um das Endprodukt für Handwerker, es geht um den Prozess, den Akt der Schöpfung selbst. Allerdings können Handwerker manchmal mit Selbstzweifeln und Perfektionismus kämpfen. Sie machen sich Sorgen, dass ihre Kreationen nicht gut genug seien oder dass sie ihren eigenen hohen Standards nie gerecht werden. Es ist wesentlich, für Handwerker sich daran zu erinnern, dass Kunst subjektiv ist und dass das Wichtigste ist, sich selbst authentisch auszudrücken.
Für alle von uns, die am 3., 9., 18. oder 25. eines jeden Monats geboren wurden, verkörpern den suchenden Archetyp. Diese sind diejenigen, die immer nach Wissen dürsten und ständig danach streben, ihr Verständnis der Welt zu erweitern. Für Suchende ist das Lernen nicht nur ein Hobby, sondern eine Lebensweise. Ihre Suche nach Wissen ist nicht selbstsüchtig. Stattdessen sehen sich Suchende als Ratgeber und Berater, die darauf erpicht sind, die Weisheit, die sie erlangt haben, mit anderen zu teilen. Sie finden Erfüllung darin, den Menschen um sie herum zu helfen, die Komplexitäten des Lebens zu navigieren und ihren eigenen Weg zur Erleuchtung zu finden. Auf ihrer spirituellen Reise messen Suchende der Weisheit einen hohen Stellenwert bei. Sie verstehen, dass wahre Weisheit nicht nur aus Buchwissen, sondern aus gelebter Erfahrung kommt. Jede Herausforderung, der sie begegnen, ist eine Gelegenheit, weiser und erleuchtender zu werden. Und sie nehmen diese Herausforderungen mit offenen Armen an. Suchende sind wie Laternen, die auf den Weg für die Menschen um sie herum erleuchten. Sie bieten Führung und Unterstützung, helfen anderen, ihren Weg durch die Wendung des Lebens zu finden und schaffen so einen wunderbaren Effekt der Erleuchtung, der sich weit und breit ausbreitet. Aber Suchender zu sein, ist nicht immer leicht. Manchmal können sie sich in ihrer Suche nach Wissen verlieren und vergessen, im gegenwärtigen Moment zu leben. Es ist wesentlich für Suchende, sich daran zu erinnern, ihren Wissensdurst mit einer Wertschätzung für das Hier und Jetzt auszugleichen. Für alle Menschen, die am 12., 13., 21. oder 29. eines jeden Monats geboren wurden, verkörpern den Leuchtturm-Archetyp. Diese Individuen sind wie zuverlässige Leuchtfeuer der Unterstützung und Weisheit, immer bereit, andere durch die Herausforderungen des Lebens zu führen. Sie besitzen Schlüsselmerkmale wie Zuverlässigkeit, Unterstützungsbereitschaft und Anpassungsfähigkeit, was sie zu unschätzbaren Mentoren und Lehrern auf ihrer spirituellen Reise macht. Leuchttürme sehen sich selbst als Lehrer und Führer, die begierig darauf sind, die Weisheit, die sie angesammelt haben, mit denen zu teilen, die danach suchen. Sie verstehen die Bedeutung des gegenseitigen Austauschs beim Lernen und Lehren und erkennen, dass auch sie viel von den Einsichten und Erfahrungen anderer zu gewinnen haben. Leuchttürme strahlen am hellsten in Momenten der Dunkelheit. Sie bieten Trost und Führung für diejenigen, die es brauchen. Sie haben ein besonderes Talent dafür, praktische Ratschläge und emotionale Unterstützung zu bieten und helfen anderen, mit Anmut und Widerstandsfähigkeit durch die Höhen und Tiefen des Lebens zu navigieren. Ich hoffe, ich konnte dir eine Freude machen mit den spirituellen Archetypen und du hast dich selbst wiedergefunden. Ich habe mich gefunden als den Rebell und das passt wunderbar zu mir. Ihr Lieben, wenn euch dieses Video gefallen hat, dieser Podcast, dann gebt mir ein Like und teilt dieses Video und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und schaut unbedingt auf die Links unter dem Video für die kostenlosen Angebote von Smarana. Alles Liebe, eure Monika Nirjana.